Was up, willkommen zu Spieltag Nummer 6 im EPP. Heute gegen den guten Bricks Gaming und wir schauen mal direkt rein. Er hat mir geschrieben, dass er schon ich suchen kann. Dann suchen wir mal. Ich schreibe ihm dann mal, dass ich suche und hab schon Zettel habe ich auch bereit. Wunderbar. Sortieren wir noch einen Tisch hier geschwind ein bisschen. Den wurde gefunden. Wunderbar. Viel Spaß geschrieben und so. Okay, wir sehen. Sneasler ist nicht dabei, okay. Das gefällt mir. Finde ich gut. Wir haben sehr wohl männlich. Wir haben Ogerbon. Silvaro. Primarina. Hisui Arcani. Und Iron Treads. Okay, das wirft die Planung ein bisschen durcheinander, weil ich hier fest mit Sneasler gerechnet habe. Ich könnte jetzt mit Gaga reingehen, der trifft hier so ziemlich alles wirklich effektiv. Der ist hier richtig gut jetzt, sage ich, dass hier Treads nicht dabei ist. Dass der Sneasler nicht dabei ist. Ich kann auch mit Zaytak reingehen. Mit was sieht er? Ich tippe mir auf den Treads-Lead eigentlich. Weil er wahrscheinlich die Rockset rauskriegen will. Irgendwie sowas. Ich kann mit Tandak auch reingehen. Treads, entweder Tandak oder Capoeira, ich gehe mit Tandak. Damit ist aber unter Tarnumhang auf Fiaro ziemlich hinfällig, weil der eigentlich hauptsächlich dafür da war, dass ich auf Sneaslers Special Move raufkommen kann. Der ja irgendwie zu 50% gefühlt jeden Statuswert, jeden Statuszustand herbeirufen kann, aber sehr viel dazu, ne? Symphony. Okay. Guter Lied für mich. Sehr gut. Wenn ich erst die Frage, ob wir mal First Hand einfach overprojekten, ob er hier in sein. Weil er muss ja. Also. Sein Play ist hier eigentlich Treads. Treads oder Arcani. Wir gehen direkt auf Hydro-Pumpe. Ah ne. Okay. Ist anscheinend doch nicht sein Play. Aber wenn er nochmal attackt, dann zersprungen wir jetzt einfach. Oder natürlich hier jetzt raus. Das wäre natürlich wieder das klassische Ding von ich verkacke jede 50-50. Wäre weg zum Steam der Liga passend bisher. Aber Primarina weg würde mir schon sehr gut gefallen, tatsächlich. Dass ich mal kalken, was der ist. Jagagi. Also ist auf jeden Fall full Spätz-Attack, der könnte AV sein. Ich komme jetzt Treads. Paleo, das ist. Das war ja irgendwie klar, ne? Irgendwie war es ja gleich einfach weiter auf Hydro-Pump gehen sollen, ganz ehrlich. Einfach weiter Hydro-Pumpen. Es war klar, dass es passiert, aber ich lasse mir wieder nichts sagen. Ich bin mir zu blöd für sowas. Klassiker. So, mein Capoeira. Weil jetzt kommen Indie Rocks. Dann kann ich direkt wieder rausgehen, weil er auf den Spin sowieso in Silvaro geht. Direkt wieder 5 Kilometer in the back, weil ich zu blöd bin, einfach weiter Hydro-Pump zu drücken. Es ist wirklich nicht zu fassen mal wieder. Okay. Bin ich jetzt nicht fein mit. Aber wenn hier jetzt wahrscheinlich Primarina reinkommt. Aber wisst ihr, welchen Primarina gegen jetzt einfach ein Fiaro? Fiaro ist hier relativ unwichtig in dem Matchup, da ich das Sneeboss nicht dabei ist.
kann ich einmal Modulus abfangen und in Tanak U-Turn habe ich die Situation von vorhin wieder und drücke dann diesmal bitte Hydro Pump. Das ist ein Plan, das ist ein Plan. Könnte ein Plan sein. Symphony kommt. Ich gehe in Fiaro. Spukball, okay. Jetzt hat er da reinkommen sehen. Spukball. Wofür ist denn Spukball bei mir dabei? Für wie sagt das? Tut doch eine Hydropumpe. Also, ganz ehrlich. Metagross ist jetzt nicht so bulky, dass der jetzt auf alles reinkommt, was ein Dinger drückt. Also es wäre jetzt eigentlich, was mir einfallen würde, für Latias spielst du einfach einen Moonblast. Also dass du über einen Spur über einen Moonblast spielst. Dann auch. Ich weiß jetzt gerade so, ich bin so zum Überlegen anstachelt hier. Und jetzt habe ich quasi Double in einen Freund rein. Und jetzt gib mir den Bottom-Spukball nochmal. Okay, er soll aber nicht so viel Schaden machen eigentlich. Ja, ich überlebe noch einen Ice Beam. Sehr schön. Geh nochmal für Hydro. Bitte, mach einfach, bitte. Moment, wenn er jetzt halt drin bleibt, habe ich hier wahrscheinlich schon Tandak verloren. Und der ist halt meine beste Waffe gegen Primarina. Einfach muss ich jetzt auf hoffen, dass er rausgeht. Und natürlich hier die... Es ist immer das gleiche hier, wirklich. Ich spiele den größten Rotz in der Season, das ist unfassbar. Heilige! Krieg ich hier noch irgendwie gesaved. Ich will den hier nicht mehr hochkriegen wahrscheinlich. Erstmal Eisfeuer. Ja. Das war von mir einfach, finde ich, dumm gespielt. Ich habe in... Es waren drei Situationen, wo ich außer zwischen zwei Moves hatte. Ich habe alle drei Mal die falsche Entscheidung getroffen. Wie gesagt, es zieht sich durch die Season durch. Es ist unfassbar. Ja, wir gehen hier in... ein Valiant. Frage jetzt, was er da drauf wirft. Laubklinge wird er auf jeden Fall nicht leben. Entweder ich einfach die Laubklinge oder wirklich auf den Abschlag. Laubklinge Abschlag. Ich spiele mal ausnahmsweise safe. Hätte ich davor die Runden auch schon machen sollen. Da wäre das Primarina schon weg. Wenn ich hier andersweise mal safe spielen würde. Aber ne, immer Oberpiloten. Das ist der Way to go. Man merkt es ja. Funktioniert unglaublich gut. Ja, Locking, okay, das Ding ist weg. Sehr gut. Valiant, der einzige, der diese Season liefert. Nicht mal ich liefer, Valiant macht's aber. So, und das Gute ist. Von dem Monster, die hier. Die er noch hat. Kriege ich mit Valiant 4 geone-shotted, normalerweise. Das ist ein Fakt, der mir sich gerade sehr, sehr gut tut. Und das Primarina geht es auch sehr gut. Dass der schon weg ist.
Ist die Frage, wenn, was für Mist da rein? Ich, Servo könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß, ob ich den Deck knocken will. Frage ist, ob Tjok der Scarf ist. Wenn auf dem Scarf ist, ansonsten erst mit Arcani oder mit Ogapon reinkommt. Frage ist natürlich, was ich dann mit dem machen würde. Wahrscheinlich bei beiden in Capoeira. Okay. Falls aber einmal den Steel-Tab drin haben will. Wir probieren mal, auf welchen Flankenkörper wir getriggert kriegen. Sonst ist es hier auch nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, Fiaro ist hier wirklich nicht ausschlaggebend in dem Matchup. Und wir kriegen dann wieder ein bisschen hochgeheilt. Wollte ich sagen, okay. Ist fein, wir sind schneller als alles, was danach reinkommen kann. Auf Arcani gehen wir direkt in Capoeira raus. Ist der vielleicht gescarft? Sonst machst du das doch nicht mit, dass du so auf Gelee drauf kommst. Sabanto. Servo, okay. Interesting. U-Turn direkt mal auf den. Okay, der ist auf jeden Fall gescarft. Interessant, gut zu wissen. Okay, was ist denn jetzt der Plan? Spukball scarft sehr wohl. Gaga droppt nicht dadurch. Wir gehen jetzt in Gaga und drücken einfach einen Knockoff. Wollen wir schon mal, dass du mir gezeigt hast, dass der gescarft ist? Weiß halt nicht, ob Trades trotzdem gescarft ist oder nicht. Vielleicht wirft er den jetzt rein, das wäre natürlich praktisch. Wer verliert sein Item? Kyo, das ist auch neu. Das ist entweder Arcani oder... Ah ne, das ist der. Okay, das gefällt mir auch gut. Bin schneller als der. Ah, stimmt, der hat ja sowieso die Tafel. Nicht Tafel, das... Ja, man kennt's. Ogapon. Wellspring. Knockoff. Hat relativ wenig Sinn nicht gemacht, so im Vergleich. Wir können einmal Anti-Alles gehen. Ich weiß natürlich, ob der jetzt hier direkt U-Turn will. Dann wäre ich dann dagegen direkt praktischer. Push-Stop, okay, nehme ich gerne. Crit. Tun wir. Tipp wird rausgeht, tippe ich mal. Irgendwer bleibt da drin und attackt. Den leben wir vielleicht. In den Nahkampf raus. Im Endeffekt lohnt sich Tun halt nicht, weil alles, was reinkommt, alles, was hier noch steht, kriegt mehr Schaden von dem CC als von dem Q. Außer halt Silvaro, aber ich weiß nicht, ob ich hier Silvaro reinwerfen will. Ich tippe hier mehr eher auf Servo, wenn er es macht. Easy getankt. Easy getankt. Easy getankt. Und Kill für Capoeira. Sehr schön. Oder? Okay, what the fuck. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dieser Feld ist aber weg. Jetzt können wir nämlich ist mir einfach schön Mackpunchen hier. Oder soll, da soll er jetzt droppen. Vielleicht denkt er nicht an den Mackpunch, kann ja sein. Wäre cool.
ja, absoluter Power-Move gewesen, auf den Knuddler rauszugehen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Knuddler kann. Ich kenne den Move von dem Ding einfach nicht. Hoodie, okay. Wir nehmen aber nochmal Capoeira raus, ich nehme nochmal den Rocklehammer, nehme ich mal mit, den Schaden. Was ist natürlich, was er jetzt drückt, ne? Können auch jetzt. Ach. Wenn er jetzt. Wenn er jetzt einfach sagt, fuck it, Brave Bird. Dann gehe ich hier auf jeden Fall in Metagross raus. Wenn er sagt, Leaf Blade, kann ich auch in Metagross rausgehen. Wenn der Geistmove kommt, ist halt scheiße. Wenn der Geistmove oder Laubling kommt, kann ich auch in Gaga rausgehen. Der hat einen physisch okayen Bulk. Aber wenn er Gaga an Brave Bird frisst, habe ich ein großes Problem. Gaga. Bitte, lass es funktionieren. Ich glaube, Schoß ist fein. Knock. Dann ist der Oberpan weg. Ist fein. Selber kann echt noch ein Riesenproblem werden. Natürlich tankt er. Natürlich. Mann. Das ist doch. Das heißt, ich war. Metagross. Bisschen bessere Roll. Ach, aber die Performance des Seasons ist absolut grenzwertig. Das ist, kannst du echt keinem antun. Kannst du wirklich keinem antun. Ich weiß nicht, was wie invested ist, aber. Wenn er ist Full HP, ist halt wirklich, das ist ein Roll von 89 auf 105. Vielleicht in seinem Favor noch. Ach man. Kyo. Ja, ich kann jetzt halt nicht mal Bullet Punch, weil es einfach nicht killen würde. Ganz so entspannt Fruststampfen oder auch nicht, weil. Ich kann jetzt in ihn gehen, ich kann jetzt auch hier reingehen. Da kann ein Knuddler. Ich werde den Capoeira, nehme jetzt hier den Dinger Damage mit. Nehme jetzt hier den, nehme jetzt hier den Rocky Helmet Damage mit, den ich krieg. In der Fuschner. Oder Rangenkeule auffallen. Wir können dann gleich mit Ballpunch finishen. Kann ich aus. Warum kommen wir diese Gedanken? Ich habe hier kam der Gedanke gerade. Vielleicht liest er jetzt den Bullet Punch und will jetzt auf Differenz gehen. Wait, Ankoll macht keinen Kontakt oder was? Okay, muss ich hier attacken. Muss ich eh dick attacken. Ja, Sternhieb. Das ist minus 1, ja, ist okay. Attack Boost vielleicht. Kommt er noch? Nee. 50% ist noch einfach zu wenig, ganz ehrlich. Warum sollten die auch kommen? So. Jetzt noch Latias und Metagross. Habe ich noch irgendeine Chance, das Ding zu gewinnen? Ich habe mit Latias gegen sehr voltierische Typen spiegeln. Das ist eine Möglichkeit, die ich habe. Um das Matchup für mich zu entscheiden. Ist Treadstone? Nee, ne? Ist auch noch da.
Wie switcht der oder attackt der? Anyway, okay, Trats ist dann wahrscheinlich doch down, oder? Was habe ich denn noch? Ne, Silvaro habe ich down, ne? Ja, Silvaro ist down. Gewinnt mir Latias das Ding noch irgendwie? Muss ich den Latias? Bei dem Beastisch ist es scheiße, wenn ich auf den Latias gehe. Sternhieb. Ich mach den V-Switch. Ja. Hätte ich bedenken können. Hätte ich. Mach ich aber nicht. Bin zu blöd für sowas. Ach, Junge. Jetzt muss ich mit 16 Psyshocks hier noch irgendwas holen. Das könnte lustig werden. Ja, das ist ein 3-0. Ja, das ist ein 3-0. Und ich habe wieder absolut gespielt, als hätte ich das erste Mal einen Pokémon spielen lernen. Das ist unfassbar. Ich habe probiert, ob ich irgendwas rausgeholt kriege, aber im Endeffekt ziehe ich es. Okay, aber auch nicht. Ja. Ach, okay. Na, GG, auf jeden Fall Bricks Gaming. Kein GG an mich. Weil, wie gesagt, ich spiele seit Wochen wirklich jede Woche den größten Mist zusammen, den man jemals in einem Pokémon-Spiel gesehen hat. Das ist unfassbar. Aber dann, man sieht sich. Cheerio und bis nächstes Mal.